Leute, seit 7 Monaten war ich nicht mehr bei meinen Wohnungen in Wien. Seit 7 Monaten bin ich am Reisen. Ich war jetzt in Bangkok, in Dubai, in Phuket, wo auch immer. Jetzt gerade lebe ich in Bangkok. Aber es geht darum, ich war nie bei meinen Airbnbs. Ja, ich habe 10 Airbnbs in Wien. Ich war nie in echt dort. In dieser Zeit habe ich auch keinen einzigen Anruf empfangen und ich habe keine einzige Nachricht an einen Gast geschrieben. Okay, und trotzdem habe ich zum 3. Mal in Folge den Superhost-Status auf Airbnb, das heißt eine Bewertung über 4,8 Sterne. Ja? Und trotzdem kann ich jedes Monat so einen Umsatz machen mit Airbnb. Also wie ist das möglich? Okay, es ist möglich, weil ich gute Bewertungen bekomme. Das heißt, in diesem Video werde ich euch 5 Tipps geben, um mehr 5-Sterne-Bewertungen zu bekommen. Und der letzte Tipp ist besonders wertvoll, besonders wichtig, also bleibt bis zum Ende. Okay? Und der erste Tipp ist, der Gast muss eine richtige Erwartungshaltung haben. Okay? Das heißt, bewirbt eure Wohnung nicht wie etwas, was eure Wohnung nicht ist. Ja, natürlich ist es wichtig, gute Fotos zu machen. Ja, die Fotos sind extrem wichtig, aber stellt eure Wohnung nicht anders dar, als sie eigentlich ist. Ja, es sollten trotzdem die gleichen Möbel dort sein. Ja, es sollte trotzdem die Beschreibung sollte passen zur Wohnung. Wenn die Wohnung 50 Minuten vom Stadtzentrum ist, sagt nicht, dass es 15 ist. Natürlich ein bisschen kann man es immer verbessern, ja, in der Beschreibung ein bisschen muss man es verbessern, weil jeder verbessert ein bisschen. Ja, du erwartest nicht, dass es genau so ist, wie es da steht, ja, aber schaut trotzdem, dass der Gast die richtige Erwartungshaltung hat. Wenn das Netflix nicht funktioniert bei euch, aus irgendeinem Grund, bewirbt es nicht. Ja, es ist besser, der Gast hat positive Überraschungen in der Wohnung als negative Überraschungen, weil was passiert, wenn er negative Überraschungen hat? Er bekommt eine Bewertung, die unter 5 Sterne ist. Und das wird ein großes Problem für eure zukünftigen Buchungen sein. Okay, und das wird euch später dann in den Po beißen. Okay, das heißt, schaut wirklich, dass der Gast die richtige Erwartungshaltung hat, wenn er eure Wohnung bucht. Ja, der zweite Tipp ist, ihr braucht wirklich ein gutes Putzteam. Ja, die Reinigung der Wohnung ist bei Airbnb wirklich das A und O. Ihr braucht ein gutes Team und wenn euer Team Fehler macht, ja, dann zeigt eurem Team genau, was der Fehler war. Wenn der Gast eine Beschwerde hat, dann müsst ihr wirklich schauen, dass euer Team auch wieder zurückkommt. Ja, das Team sollte nochmal hinkommen und die Wohnung wirklich perfekt putzen für den Gast. Ja, der Gast ist König und es ist wichtig, dass ihr ein Team habt, das passt. Wenn euer Team, ja, was Putzteam betrifft, wenn euer Team oft Fehler macht, dann kündigt euer Team. Weil meiner Erfahrung nach, ein gutes Team kann das wirklich so gut wie jedes Mal gut machen. Ja, und wenn ein Team viele Fehler macht, dann werden sie weiterhin viele Fehler machen. Ihr braucht ein gutes Team. Und wechselt einfach, habt einfach eine Periode, wo ihr sagt, okay, ich teste jetzt ein paar Teams aus und wenn das Team passt, naja, dann behaltet ihr dieses Team. Ich zum Beispiel habe immer 2 verschiedene Teams. Naja, bei 5 Wohnungen habe ich dieses Team, bei 5 anderen Wohnungen habe ich dieses Team. Ja, und so weiß jedes Team, wenn sie zu viel Fehler machen, dann kann ich sie so austauschen. Ja, aber natürlich ist es immer ein bisschen schwieriger, ein neues Putzteam zu holen. Deshalb schaut, dass ihr 2 habt, wenn ihr mit einem Service arbeitet und nicht mit eigenen Mitarbeitern. Okay? Der nächste Tipp ist schnelle Kommunikation und viele automatische Nachrichten. Ja, ich habe gesagt, ich habe keine einzige Nachricht geschickt seit 7 Monaten. Ja. Ich habe auch keinen Anruf beantwortet. Wie geht das? Ich habe eine virtuelle Assistentin in Nigeria und die ist jeden Tag von 5 Uhr bis um 12 Uhr Mitternacht aktiv. Ja, und sie hat ihr Handy und sie kommuniziert mit den Gästen direkt. Ja, sie kommuniziert direkt mit den Gästen, direkt mit dem Putzteam. Sie erinnert das Putzteam an Sachen. Sie macht alle Aufgaben für mich, die vom Computer zu machen sind. Okay? Und eine Aufgabe natürlich ist die Kommunikation. Wenn ein Gast lange warten muss, wenn er ein Problem hat oder wenn er eine Frage hat, dann wird das dem Gast auf die Nerven gehen und er wird dir eine schlechte Bewertung geben. Und bei wirklich jeder 5-Sterne-Bewertung, die ich habe, sagt der Gast dazu: unglaublich gute Kommunikation. Max ist so ein toller Kommunikator. Er fragt mich immer, ob alles passt von selbst. Ja, weil der Gast natürlich bekommt eine Nachricht am ersten Tag, wo er eingecheckt ist. Passt eh alles? Brauchst du irgendwas? Bla 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 bla. Okay? Und natürlich, ich persönlich sehe das gar nicht. Aber es ist nur, meine virtuelle Assistentin schreibt mit den Leuten. Das heißt, virtuelle Assistenten sehr wichtig, wenn ihr nicht die ganze Zeit schreiben wollt mit irgendwelchen Airbnb-Gästen. Okay? Der nächste Tipp ist, ja, ihr braucht Handwerker auf Abruf. Ja, ich habe Handwerker bei mir für meine Airbnbs, die direkt zur Wohnung kommen können, jeden Tag, wenn irgendetwas passiert. Ja, das sind keine Handwerker, die sagen, oh, dann kommt aber Notfallzuschlag und oh, das geht das vielleicht am Dienstag nächste Woche. Die sind so 24/7 sind die unterwegs, das sind Hustler, okay? Und solche brauchst du. Du brauchst keine Handwerker, die faul sind. Keine Handwerker, wo du immer anrufen musst. Ja, es muss mit Nachrichten gehen.
Okay? Das heißt, wenn du einen guten Handwerker findest, schau wirklich, dass du mit ihm eine gute Beziehung aufbaust, dass er wirklich immer schnell zur Wohnung kommt, dass du die Priorität für ihn bist. Das ist natürlich einfacher, wenn du mal mehr Wohnungen hast, ja? Aber das ist wirklich eine extrem wichtige Sache. Wenn der Gast zum Beispiel heißes Wasser funktioniert nicht, bam, ich schicke einen Typen hin, wird repariert. Okay, das ist genau gestern passiert. Er war dort, eine oder zwei Stunden später hat es wieder funktioniert. Der fünfte Tipp ist, trete Airbnb University bei, weil all diese Sachen hättest du eigentlich schon am Anfang wissen sollen, wo du mit Airbnb gestartet hast. Okay, wenn du mit Airbnb starten willst und du möchtest meine Hilfe haben, du möchtest wirklich, dass ich das 1:1 mit dir mache für 6 Monate und dir bei allem helfe, du möchtest eine Community haben von lauter Leuten, die das schon machen, ja, die sich gut auskennen, wo es Leute gibt, die dir helfen mit der Umwidmung, dass du 100%ig legal bist oder Steuerberater. Alle diese Sachen, jedes Puzzleteil, das du brauchst für Airbnb, bekommst du in der Airbnb University. Das heißt, wenn du ernsthaft starten möchtest und du willst diese Sache nicht einfach blind angehen, buche einen Call beim ersten Link in der Beschreibung und wir werden zusammen wirklich deine Situation anschauen. Was ist wirklich der Gameplan für dich? Und dann können wir zusammenarbeiten, Leute. Leute, habt einen geilen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, droppt ein Like, abonniert den Kanal. Liebe Grüße aus Bangkok. Wir sehen uns.